Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Ein schöner Abend. Mama Wutz und Papa Wutz gehen heute Abend aus. Oma und Opa Wutz passen auf die Kinder auf. Oma Wutz, Opa Wutz. Oma Wutz, Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. Hallo. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Hopp. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Wie brav, diese beiden. Jetzt wird schnell geschlafen. Ja, Mama. Was für Engel. Mama Wutz und Papa Wutz machen sich auf den Weg. Peppa und Schorsch gehorchen gut. Sie schlafen direkt ein. Das verblüfft mich geradezu. Das wird ein schöner, ruhiger Abend. Schorsch, Schorsch, bist du wach? Was für merkwürdige Geräusche. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen. Peppa? Schorsch? Seid ihr noch wach? Na, so etwas. Sie schlafen fest. Ach, das waren gar nicht Peppa und Schorsch, die den Radau gemacht haben? Im Moment höre ich nichts mehr. Wahrscheinlich sind sie jetzt doch eingeschlafen. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Gartenarbeit. Heute sprechen wir über Rosen. Oh, ich liebe Gartenbausendungen. Die Gräfin ist eine außergewöhnlich dornige Sorte. Um sie zurückzuschneiden, fangen sie mit dem Kopf an und knipsen dann die Schösslinge ab. Oma Wutz? Peppa, Schorsch, ihr solltet doch längst schlafen. Schorsch und ich sind aber nicht müde. Können wir noch mit euch Fernsehen? Tja, vielleicht macht euch ein kleines bisschen Fernsehen schläfrig. Hurra! Die Islandrose ist ein seltenes Vergnügen für den Gartenkünstler. Sie neigt dazu, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Das Programm ist aber öde. Opa Wutz, weißt du noch das Spiel, wo du uns ganz hoch in die Luft drauf wirfst? Oh ja, aber jeder nur einmal. Hui! Ich glaube, du bist bald schon zu groß. Jetzt ist aber Schorschi dran. Hui! Nochmal. Hui! Höher, höher! Jetzt muss Opa Wutz sich auch mal ausruhen. Ich hab's! Oma Wutz, wir spielen Fang! Du bist! Fang uns doch, wenn du kannst! Du kriegst mich nicht! Gleich hab ich dich aber! Spät in der Nacht kommen Mama und Papa Wutz nach Hause. Ich hoffe, unsere Kleinen schlafen süß. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, da schlafen nicht nur die kleinen Schweinchen, sondern auch die großen. Meine Geburtstagsparty. Peppa hat Geburtstag. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich hab Geburtstag!
Schorsch, wach auf, ich hab Geburtstag. Wir feiern heute eine Party. Und Papa macht eine Zaubershow. Schnell, Schorsch, wir wecken Mama und Papa auf. Mama und Papa Wutz schlafen noch tief und fest. Wach auf, ich hab Geburtstag. Wach auf. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Es ist 5 Uhr früh am Morgen. Ja, der Tag ist schon bald um. Na gut, dann fangen wir sofort an zu feiern. Yippie! Mama, Papa und Schorsch geben Peppa ihre Geschenke. Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Oh, was ist denn das? Ein Puppenkleid! Das ist was für Teddy. Danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa, natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Danke schön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty und Papa macht eine Zaubershow. Haha, niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit der unglaubliche Mysterio. Der glaubliche Mr. O. Ja, der unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt, wochenlang. Meine Freunde kommen! Yippie! Da sind Peppas Freunde. Molly Mietze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen! Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Nee. Kommt, Kinder, die Party kann losgehen! Hurra! Papa Wutz gibt eine Zaubervorführung. Peppa, denk daran, dass du sagst, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den unglaublichen Mysterio. Ist gut, Papa. Meine Damen und Herren, hier kommt Zauberpapa. Hurra! Ich präsentiere meinen ersten Trick. Abracadabra. Oh, es ist Teddy. Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Helfer aus dem Publikum. Ich brauche nur einen. Junge Dame, Sie haben sich zuerst gemeldet. Verraten Sie uns Ihren Namen? Luzi Locke. Gut, Luzi. Hier sind 3 Bälle. Ein roter Ball, ein blauer Ball und ein gelber Ball. Okay. Wählen Sie jetzt heimlich einen aus, während ich mich umdrehe. Okay. Haben Sie schon gewählt? Ja. Abracadabra, Sie haben gelb. Nein. Abracadabra, blau. Nein. Abracadabra, rot. Ja, es war der rote. Hurra! Dummer Zauberpapa, du hast alle Farben aufgezählt. Psst, Peppa, sag es keinem weiter. Möchtet ihr noch einen Trick sehen? Ja, bitte! Macht eure Augen zu, nicht gucken. Sprecht das Zauberwort Abracadabra. Abracadabra! Augen auf. Oh! Hurra! Meine Bananengeburtstagstorte! Blas die Kerzen aus, Peppa. Hurra! Herzlichen Glückwunsch, Peppa! Vielen Dank. Das ist der beste Geburtstag überhaupt. Meine Cousine. Peppa und Schorsch spielen im Garten. Zu mir, Schorsch. Du wirfst den Ball zu fest, Schorsch. Wenn du so wirfst, bin ich dran. Ich krieg den Ball. Gewonnen! Peppa, Schorsch, heute kommt uns eure Cousine Chloe besuchen. Yippie, Cousine Chloe! Schorsch, Chloe ist groß, so wie ich. Also sei nicht traurig, wenn sie sagt, dass du zu klein zum Spielen bist. Hoho, ich bin sicher, dass Chloe mit euch beiden spielt.
Chloe ist da. Tante Wutz bringt Chloe vorbei. Chloe ist die Cousine von Peppa und Schorsch. Sie ist ein bisschen älter als die beiden. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Dann bis später. Wollen wir jetzt was spielen? Ja, wir spielen Fang. Peppa spielt gerne Fangen. Spielt ihr noch Fangen? Das ist doch ein Spiel für Babys. Wir spielen es noch, weil Schorsch es so gerne mag. Okay, spielen wir es für Schorsch. Spielst du nach echten Regeln oder nach Babyregeln? Echten Regeln. Los geht's. Peppa, du bist... Fang mich doch. Peppa ist dran. Sie muss Chloe und Schorsch fangen. Kriegst mich nicht. Schorsch, ich kann dich ganz leicht fangen. Du bist ja so klein. Das ist gemein. Du hilfst ja dem Schorsch. Weil er noch zu klein ist. Du bist doch groß. Nein, ja, bin ich auch. Ich bin genauso groß wie du. Dann komm schon, Peppa. Komm und fang uns doch. Kriegst du uns nicht. Kriegst du uns ja gar nicht. Das macht keinen Spaß. Ich will was für Große. Okay, ich weiß ein gutes Spiel für große Kinder. Es heißt Schlauer Fuchs. Schlauer Fuchs? Als Fuchs bin ich ganz toll. Wie geht das? Einer von uns ist der schlaue Fuchs. Und die anderen schleichen sich an. Ich bin der schlaue Fuchs. Peppa ist der schlaue Fuchs. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz still stehen. Peppa, du hast dich bewegt. Los, nochmal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Können wir was anderes spielen? Ja, aber nur, wenn es kein Babyspiel ist. Genau. Wir spielen mein Lieblingsspiel. Willst du raten? Schorsch, hast du eine Ahnung, welches Spiel sie meint? Peppas Lieblingsspiel ist, durch Matschepfützen zu hüpfen. Schorsch, wenn du im Matsch herumspringst, musst du Gummistiefel anziehen. Ich habe auch ein paar Gummistiefel für dich, Chloe. Ich bin schon zu groß, um im Matsch rumzuhüpfen. Oh, genau wie ich. Schorsch liebt Matschepfützen. Peppa ehrlich gesagt auch. Aber das mag sie nicht zugeben. Endlich mal wieder im Matsch rumhüpfen. Mama und Papa Wutz lieben Matschepfützen. Sieht lustig aus. Ja, und wie. Das ist vielleicht ein Spiel, bei dem große Mädchen dringend mitmachen sollten. Ja, das glaube ich auch. Ich komme! Ich komme! Peppa und Chloe lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Auch große Mädchen. Pfannkuchen. Zeit für den Nachmittagsschmaus. Mama Wutz hat eine Überraschung. Heute backen wir leckere Pfannkuchen. Pfannkuchen? Wie köstlich! Ich liebe Pfannkuchen. Alle lieben Pfannkuchen. Ich bin Fachmann im Pfannkuchenwenden. Das mach ich. Bist du sicher, Papa Wutz? Letztens warst du ein bisschen grantig, als der Pfannkuchen auf dem Boden lag. Ich war gar nicht grantig. Das lag doch nur an der Bratpfanne. Mami, dürfen wir beim Backen helfen? Bitte. Ja, helft mir beim Teig rühren. Zuerst kommt das Mehl in die Schüssel. Oh. Nun kommt das Ei hinzu. Dann die Milch. Und jetzt wird alles verrührt. Mami, kann ich rühren? Ja, natürlich, Peppa.
Rühren macht Spaß. Das findet Schorsch auch. Nein, Schorsch, so geht's. Danke, das reicht fürs Erste. Ihr setzt euch an den Tisch und ich backe die Pfannkuchen. Jetzt wendet Mama Wutz den Pfannkuchen. Hurra! Das ging aber noch höher, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber mit deinem eigenen Pfannkuchen, Papa Wutz. Der erste Pfannkuchen ist für Schorsch. Mama Wutz träufelt ein bisschen Sirup drauf. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Peppa. Hurra! Du könntest höher werfen, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber bitte mit deinem eigenen Pfannkuchen. Sirup bitte. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Mama Wutz. Hurra! Du wirfst dir immer noch nicht hoch genug, Mama Wutz. Der nächste Pfannkuchen ist für dich, Papa Wutz. Dann zeig uns jetzt mal, wie man's richtig macht. Ganz köstlich. Schaut ihr auch alle her? Damit der Pfannkuchen richtig gut wird, wirft man ihn hoch in die Luft. Eins, zwei, drei, hoppla! Dummer Papa. Oh, vermutlich war das etwas zu hoch. Was für ein Pech. Das war der letzte Pfannkuchen. Kein Problem. Ich denke, das haben wir gleich. Oje, Papa Wutz kommt nicht dran. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich weiß, wie wir ihn da runterholen. Kommt mit nach oben, Kinder. Hier lang. Was hat Mama Wutz vor? Ich zähl bis drei. Dann hüpfen wir genau hier, so fest es geht. Eins, zwei, drei, hüpft. Was machen die da oben? Es hat geklappt. Papa Wutz hat seinen Pfannkuchen wieder. Papa hat einen Pfannkuchen auf dem Kopf. Etwas Sirup, Papa Wutz? Ja, bitte. Eins, zwei, drei, hoppla! Einfach köstlich. Papa hängt ein Bild auf. Mama und Papa Wutz haben ein neues Bild von Peppa und Schorsch. Seht mal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mache ich schon. Ich bin der Heimwerker-Experte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich. Ich hau einfach einen Nagel in die Wand und häng das Bild dran. Sehr gut. Ich bin da mal weg, Oma und Opa besuchen. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Sauerei? Wiedersehen. 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 Papa, dürfen wir dir helfen beim Bild aufhängen? Ihr dürft zugucken, dann lernt ihr, wie man es richtig macht. Als erstes brauche ich ein Maßband. Und einen Bleistift. Da schlage ich nachher den Nagel ein. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Jetzt brauche ich einen Hammer und einen Nagel. Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Papa Wutz will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht.
Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. So. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Aber guckt euch mal diese Sauerei an. Du meine Güte, hier muss aufgeräumt sein, bevor Mama kommt. Zuerst wäscht Papa Wutz schnell Peppa und Schorsch. Dann saugt Peppa den Boden. Und Papa Wutz räumt das Werkzeug auf. Mama! Mama Wutz ist wieder da. Mama! Mama ist da! Schnell, wir tun, als wäre nichts passiert. Hallo. Hallo. Was habt ihr gemacht? Oh, gar nichts. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Ich dachte, du wolltest das Bild aufhängen. In der ganzen Aufregung hat Papa Wutz vergessen, das Bild aufzuhängen. Oh. Na, ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, es ist ganz leicht. So. Das sah ja ganz leicht aus. Aber als du es versucht hast, Papa, sah es ganz schwer aus. Sch, Peppa, keinem was verraten. Freddy Fuchs. Peppa und ihre Freunde sind heute bei Luisa Löffel zum Spielen. Kommt, wir spielen Verstecken. Wir verstecken uns alle und Peppa ist dran mit Suchen. Na gut. Eins, zwei. Jeder muss ein Versteck finden, bevor Peppa bis 10 gezählt hat. Klausi und Molly verstecken sich hinter einem kleinen Baum. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. 9, 10. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy. Hallo, Peppa. Was machst du denn hier? Wir spielen alle Verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch. Oh, hallo, Freddy. Aha, da seid ihr. Oh. Buh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen.
kein Problem. Versteck dich, Luzi. Eins, zwei, drei. Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Jetzt komm ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Hab dich! Oh! Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine super Nase. Ja, das stimmt. Hat denn wirklich alles einen Geruch? Oh ja! Alles auf der Welt riecht ganz unterschiedlich. Wonach rieche ich denn? Du riechst nach Blumen und auch nach Gummistiefeln, Peppa. Nach was rieche ich denn? Du riechst nach Knaschengras und Keksen. Und nach was rieche ich? Bananen und Marmelade. Und wonach rieche ich? Milch und Fischstäbchen. Und wie rieche ich denn? Petro, du riechst nach Zahnpasta. Oh, was ist denn dein Lieblingsgeruch? Eier. Und was ist das Schlimmste, was du je gerochen hast? Stinkekäse. Puh! Gleich ist Mittagsessenszeit. Woher weißt du das? Ich rieche schon. Möhrensuppe. Ich rieche die Möhrensuppe auch. Ich auch. Mittagessen, Kinder. Jetzt gibt's eine Möhrensuppe. Alle mögen die Möhrensuppe von Frau Löffel. Die Suppe ist lecker. Wer kann das sein? Herr Fuchs kommt, um Freddy abzuholen. Ich rieche Mittagessen. Oh, Herr Fuchs. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Hallo, Papa. Ich hab eben Mittag gegessen im Hasenhaus. Guter Junge. Und raten Sie mal, was es zum Nachtisch gibt. Riecht fein. Ich tippe auf Erdbeerpudding. Das stimmt. Herr Fuchs liebt es zu riechen. Alle lieben es zu riechen. Peppa und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Peppa und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe. Möchten Sie gern eine Tasse Tee? Herr Affe sagt ja. Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Das heißt bitte. Oh, wir haben gar kein Teegeschirr. Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen. Oh ja. Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein. Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen. Nein. Ihr könnt uns ja dabei helfen. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte.
Das ist ganz glitschig. So geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wirbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen. Wir können alle Tassen machen. Ja. Claudia. Schorsch hat einen Dinosaurier gemacht. Schorsch macht immer nur Dinosaurier. Oh, ein furchterregender Saurier. Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen. Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt. Davon wird er hart. Das Teegeschirr ist fertig. Hurra! Jetzt malen wir es an. Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben. Das Teegeschirr ist fertig. Und jetzt können wir unser Picknick machen. Und für jeden ist eine Tasse da. Oh, wir haben vergessen, eine Kanne zu machen. Ich weiß was. Der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein. Ja, wir füllen ihn mal mit Wasser. Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt. Natürlich, ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne. Teekanne. Sonne, Strand und Schnee. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Morgen machen wir alle zusammen mit dem Bus einen Ausflug ans Meer. Dann können wir ja Sandburgen bauen. Ich hätte Lust zu schwimmen. Ich auch. Im Wetterbericht haben sie gesagt, dass morgen die Sonne scheint. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, George. Oh, es fängt an zu schneien. Es ist morgen. Yippie! Die Sonne scheint. In der Nacht ist eine Menge Schnee gefallen. Schnee, Mama! Schnee, Papa! Schnee, Schnee, Schnee! Was? Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Herr Bulle! Oh, hallo, Frau Mümmel! Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle! Tschüss und einen schönen Tag am Strand! Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Bogen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis.
Station, wir sind da! Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Oh! Das Meer sieht kalt aus. Und ich hatte mich so aufs Schwimmen gefreut. Können wir ja auch. Das Meer ist doch nicht zugefroren. Na los, Mädels, worauf wartet ihr noch? Ich kann nicht schwimmen. Mein Knöchel ist verstaucht. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Kommen Sie, Mama Wutz. Es ist herrlich. Sind Sie sicher, Madame Gazelle? Natürlich. Das Meer ist wundervoll heute. Also dann. Mama Wutz geht schwimmen. Wow. Ist es kalt, Mama? Nur ein kleines bisschen kalt. Es fühlt sich immer erst mal kalt an, wenn man reingeht. Immer schön bewegen, dann wird Ihnen warm. Also gut, ich bleibe in Bewegung. Mama Wutz rennt schnell wieder an Land. Komm, wir rubbeln dich warm. Peppa, Schorsch und Papa Wutz rubbeln Mama Wutz mit ihren Handtüchern warm und trocken. Ah, schon besser. Gehst du auch schwimmen, Papa Wutz? Vielleicht ein andermal. Wer möchte ein Eis haben? Ich. Am Strand hat jeder Lust auf ein Eis. Ich wollte doch eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg! Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Pfeifen. Es ist ein schöner sonniger Morgen und Papa Wutz liest seine Zeitung. Papa, was machst du denn da? Ich lese gemütlich Zeitung. Du machst aber ein lustiges Geräusch dabei. Ja, ich pfeife. Oh. Pfeifen macht Spaß. Versuch's doch auch mal. Aber wie macht man das? Ganz einfach. Du musst nur mit dem Mund ein O machen und pusten. Versuch mal, noch ein kleineres O zu machen. Eher so. Und schon pfeifst du eine Melodie. Ich habe einfach nicht den richtigen Mund dafür. Dein Mund ist in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist unmöglich. Man braucht nun mal Zeit, um die wichtigen Dinge zu lernen. Sowas wie Fahrradfahren oder gar Klavierspielen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mit den Ohren wackeln konnte. Bah! Mama Wutz ist in der Küche und backt Plätzchen. Was machst du da, Peppa? Ich lerne zu pfeifen. Oh, ich verstehe. Mama, kannst du pfeifen? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie probiert. Man braucht ganz viel Übung dafür. Oh ja. Mama Wutz kann pfeifen. Du kannst pfeifen. Du bist ja auch schon alt, Mama. Danke, Peppa. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig.
Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erst mal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Kannst du inzwischen pfeifen? Es hat keinen Zweck, Papa. Ich werde es niemals schaffen zu pfeifen. Niemals. Hast du denn noch fleißig geübt? Ja, oft. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst erst mal eine Pause, Peppa. Hier, nimm dir ein Plätzchen. Das ist heiß. Du musst pusten. Oh, was war das? Für mich hat sich das nach Pfeifen angehört. Das machst du aber schön. Peppa hat gelernt zu pfeifen. Ich kann pfeifen. Plappermaul. Es ist ein schöner sonniger Tag und Luzi Locke besucht Peppa zum Spielen. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Stell dir vor, was mir gestern passiert ist. Gestern war ich am Ententeich und da saß Frau Ente. Also gestern da. Dann war ich im Supermarkt einkaufen mit Mama. Wir haben Brot gekauft und Möhren und... Was ist los? Du redest zu viel. Du machst bla 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 bla. Die ganze Zeit bla bla bla. Mama, Luzi sagt, ich rede zu viel. Tja, du bist schon ein kleines Plappermaul, Peppa. Plappermaul, das stimmt. Plappermaul hier, Plappermaul da. Plapper, plapper, plapper. Du hörst nie auf zu reden. Wenn ich wollte, könnte ich ganz einfach aufhören zu reden. Kannst du nicht. Kann ich wohl. Kannst du nicht. Ich kann wohl. Kannst du nicht. Jetzt reicht's. Ich sage kein einziges Wort mehr. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Oh, das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht zu viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Micky, Macky, Buh, Ba, Buh. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Aber ihr seid überhaupt nicht leise. Ihr seid sogar alle ziemlich laut. Wir können sehr leise sein, aber nur, wenn wir wollen. Dann zähle ich bis drei und ihr seid leise. Eins, zwei... Ich bin noch nicht fertig. Okay. Jetzt auf die Plätze. Fertig. Drei. Hallo.
Ich bin zurück. Oh, ich dachte, es wäre niemand zu Hause. Peppa und ihre Freunde spielen gerade leise sein. Das ist nicht spielen, das ist sehr harte Arbeit. Och, Peppa. Peppa kann das Reden einfach nicht lassen. Oh, Papa. Ich glaube, ich bin wirklich ein Plappermaul. Das ist nichts wirklich Schlimmes, Peppa. Reden ist gut. Ich glaube, du bist sogar eine Expertin im Reden. Das stimmt. Ich bin eine Expertin im Reden. Ich bin auch Expertin im Reden. Bist du nicht? Ich bin hier das Plappermaul. Ich bin ein größeres Plappermaul als du. Ihr zwei seid beide gleich. Ja, das stimmt. Darum sind wir auch beste Freundinnen. Plapper, plapper, Peppa liebt es zu reden. Luzi liebt es zu reden. Alle lieben es zu reden.